Ja, Leute, Schwert und Schild hat ein paar Sets auf dem Markt und jetzt überlegen wir uns, welches Set ist so das Beste. Wir werden die in einer Tierliste einordnen. Das hatten wir ja schon mal mit Sonne und Mond gehabt und das kam bei euch sehr, sehr, sehr gut an. Ihr wolltet das auch unbedingt mit anderen Sets sehen und jetzt werden wir das einmal mit Schwert und Schild machen. Ihr könnt ja gerne kommentieren, wie ihr das so seht, wie ihr welches Set ranken würdet und auch gerne begründen, warum. Ich finde sowas immer sehr, sehr interessant. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu Sash Live, eurem Pokémon YouTube Channel. Ja, hier seht ihr ja schon ein paar Sets, die wir gerade aktuell haben. Ich werde sehr wahrscheinlich noch einen zweiten Teil dazu machen. Ich habe das jetzt hier ausgemacht nach Preis-Leistungs-Verhältnis, welche Karten man pullen kann, wie gut man die Karten pullen kann. Es gibt Sets mit guten Hits, aber die sind sehr schwer zu pullen. Es gibt Sets mit guten Hits, die sind im Main-Set drin. Und ihr seht, ich habe auch die McDonald's-Promo-Karten hier mit drin. Das fand ich eigentlich ziemlich passend, dass wir das mal hier ein bisschen ausfüllen können. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Tierliste. Im D-Tier-Rang sehe ich auf alle Fälle nur ein Set, das ist Clash der Rebellen, was jetzt vielleicht den einen oder anderen nicht freuen würde, aber Clash der Rebellen hat, finde ich, nicht viel zu bieten. Natürlich, die V-Karten sind schön, die V-Max sind auch schön, aber den Großteil der V- oder V-Max-Karten bekommen wir zum Beispiel in Shiny Savi hinterhergeworfen, gratis umsonst, weil ihm jeden Booster eine Karte garantiert ist. Und ansonsten finde ich, dass hier keine richtigen Chase-Karten sind. Natürlich kann man jetzt auf die Secret Rare-Karten gehen, auf die Gold-Karten. Da springen wir mal ganz schnell runter. Aber das habe ich schon mal erwähnt in anderen Videos. Ich finde jetzt die Gold-Shiny-Pokémon da nicht so interessant. Die Trainer-Full-Art-Karten gehen, kann man machen, aber bekommt man auch relativ günstig. Und die Rainbow-Karten, da sehe ich auch nicht so viel Potenzial. Es ist ein schönes Set, so ist nicht. Aber im Vergleich zu den anderen Sets würde ich das hier im D-Tier-Rang setzen. Preislich gesehen ging auch hier der Preis runter. Kostet ungefähr etwas weniger oder gleich viel wie Farbenschock, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das kostet genauso viel wie Farbenschock. Ein unglaublich starkes Set. Weswegen ich sagen würde, das ist zu teuer. Es wäre maximal sein UVP-Wert. Und es gab auch damals UVP-Preise für Displays bei unter 100 Dollar. Das nächste Set, was ich jetzt schon im C-Tier-Rang sehen würde, sind einmal die Promokarten der McDonald's-Promo-Aktion 25 Jahre Pokémon. Das ist an sich gar nicht mal so verkehrt. Das ist ein sehr, sehr kleines Set, weswegen ich es auch nicht im D-Tier-Rang sehen würde. Das Problem ist einfach nur das, wir bekommen die Karten nicht mehr regulär im McDonald's. Ihr bekommt sie theoretisch nur noch aus eBay oder wir bekommen sie aus einem anderen Land, was dann in eBay vielleicht angeboten wird, was ich mir sehr gut vorstellen kann. In UK kommen die zum Beispiel nachträglich und in ganz anderen Ländern auch sogar. Aber hier in Deutschland ist einfach das Problem, dass man die hier nicht mehr so regulär bekommen kann, nur noch auf eBay. Und ich finde die Preise hier sehr, sehr, sehr überteuert, wenn man überlegt, was ein Booster normalerweise gekostet hat. Und die Booster sind nicht richtig versiegelt. Das heißt, man kann eigentlich easy da ein bisschen austricksen und schauen, welche Holokarte da sich dahinter verbirgt. Und dann verkauft man nur das, was sich nicht rentiert, weswegen ich das Set so schlecht ranken würde. Aber warum würde ich es trotzdem besser ranken im Vergleich zu Clash der Rebellen? Ganz einfach, man kann eigentlich das Set relativ leicht voll machen. Es sind nur 25 Karten und ihr könnt sie nach und nach kaufen. Und dadurch, dass die jetzt immer wieder neu reinkommen in anderen Ländern, werden die auch im Preis fallen. Das nächste Set, was ich auch im C-Tier-Rang sehe, somit das letzte Set, ist einmal Weg des Gems. Ja, nicht glänzendes Schicksal, ein anderes Spezialset. Weg des Gems hätte so viel richtig machen können, haben sie leider nicht gemacht. Sie hätten einfach, wie bei Gym Heroes, Gym Challenge, unten rechts die Arena-Leiter draufpacken müssen auf die Karten. Dann wären die schon mal so viel schöner gewesen. Ansonsten ist Weg des Gems jetzt nicht das allerschlechteste Set, weil es ein sehr kleines Set ist. Bedeutet, ihr könnt das Main-Set leicht voll machen. Die Produkte sind auch um einiges günstiger geworden. Aber wenn ihr irgendwas anderes pullen solltet, außer die Glura-Karten, habt ihr eigentlich nichts daraus gezogen, auf den Wert bezogen. Wenn wir uns immer hier die Produkte anschauen, das sind nur die Glura-Karten mit am Start, dann kommen die Produkte, die jetzt langsam aber sicher wieder zu den UVP-Preisen wechseln. Dann haben wir eine Gardevoir-Karte und das war's. Der Rest ist eigentlich ungefähr um die Booster-Preise herum und dann geht es eigentlich relativ schnell runter von 10 auf 3,80 Euro für eine Goldkarte, Leute. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und bedenkt, dass ihr die zwei Karten pullt, ist sehr, 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 sehr schwer. Da müsst ihr sehr viel rippen, aber nichtsdestotrotz ein Set, was man schnell voll machen kann. Der Sammler freut sich
darüber, aber trotzdem Preis-Leistung finde ich das ein bisschen heftig, weswegen ich es jetzt so weit unten platzieren würde. Somit kommen wir jetzt zum B-Tier-Rang und das ist nichts weiteres als Flammende Finsternis. Finde ich tatsächlich besser als Weg des Champs und Lash der Rebellen. Warum? Weil Flammende Finsternis wirklich sehr viele schöne Karten hat. Wir haben ein unglaublich schönes Metbo als V-Max, was wir hier pullen können. Das sieht in echt, Leute, richtig gut aus und die ist auch relativ bezahlbar. Und eine Karte, die wirklich gut aussieht im Mainset. Es ist nicht unmöglich, dass ihr diese Karten hier pullt aus dem Set, weswegen auch die Karten jetzt nicht so teuer sind, aber ihr habt eine Glurak VMAX Karte. Dann haben wir noch hier ganz viele weitere VMAX Karten, die wir leider auch bei Shiny Star V so wiedersehen. Wir haben ein Mew, was wir pullen können. Wir haben, finde ich, ein tolles Mainset. Das X-Bad ist auch sehr spielstark. Wir haben Sherox, wir haben beliebte Pokémon in Dinalus. Ich finde das Set cool. Mir gefallen die Full Art Karten und auch wir haben auch sehr, sehr, sehr starke Goldkarten. Einmal Rillaboom und einmal Kolossal. Preis-Leistung gesehen finde ich es ein bisschen überteuert. Hier sehen wir Preise ab 160 Euro. Relativ schnell sind wir hier bei 180 Euro. Auch teurer als Farbenschock. Deswegen ich es nur Anfang vom B-Tier-Rang sehen würde. Das nächste Set für den B-Tier-Rang ist genau im Mittelfeld. Das ist einmal meiner Meinung nach Schwert-Schild-Base-Set. Ich finde, das Schwert- und Schild-Base-Set ist jetzt nicht so heftig stark. Aber ein Base-Set ist immer das Set, woran sich die meisten Leute erinnern werden. Wir haben hier relativ interessante V- und V-Max-Karten, wobei hauptsächlich nur V-Karten hier drin sind. Aber generell ist es ein schönes Set. Es ist jetzt auch halbwegs preiswert. Wir haben das in vielen normalen Produkten mit drin, deswegen man es eigentlich schon hinterhergeworfen bekommt. Aber ich finde hier die Full-Art-Karten sehr, sehr, sehr schön. Wir haben die legendären Pokémon einmal als Full-Art und Gold-Karten. Leute, das ist schon mal sehr stark. Wir haben sehr beliebte Pokémon wie das Relaxo oder Lapras hier drin. Und wir haben eine sehr, sehr, sehr starke Auswahl an Trainer, Full-Art-Karten oder Rainbow-Karten. Die Mani-Karte unglaublich beliebt, sehr viele Gold-Karten. Preislich gesehen finde ich das Set ein bisschen überteuert. Wir sind auch hier sogar teurer als bei Farbenschock, was man sich erstmal vorstellen muss. Aber dennoch finde ich das Set wirklich sehr, sehr, sehr gut und auch besser als die Sets, die wir vorher hatten. Das letzte Set im B-Tier-Rang, etwas überdurchschnittlich gut, finde ich. Kampfstil hat mir sehr gut gefallen, als es rauskam. Man könnte es eigentlich auch schon fast im A-Tier-Rang reinhauen. Wir haben hier wirklich sehr viele tolle Karten, sehr, sehr viele tolle Mainset-Karten. Selbst die Holo-Karten kommen bei den meisten richtig gut an. Wir haben die neuen Kampfmechanismen, wir haben viele VMAX-Karten drin. Wir haben die neuen legendären Pokémon mit drin. Wir haben eine richtig schöne Auswahl an Full-Art-Karten mit sehr beliebten Pokémon, Victini, Mimikyu mit drin. Und wir haben Alternative Artwork-Karten, weswegen ich das auch als bestes B-Tier-Rang-Set sehen würde. Man könnte es eigentlich auch als sehr, sehr schwaches A-Tier-Rang-Set sehen. Wir haben sehr, sehr, sehr starke Goldkarten oder auch hier wieder ganz unten die Alternative Artwork Karten. Finde ich sehr, sehr gut, das was für eine Auswahl wir hier haben. Und preislich gesehen ist das wirklich äußerst interessant. 120 Euro für ein 36er Display. Definitiv mehr. Da habt ihr mehr für euer Geld, wie jetzt zum Beispiel bei Weg des Champs oder Clash der Rebellen oder auch sogar Flammende Finsternis, wie ich finde. Aber bedenkt, dass ihr vielleicht sogar noch Steuern nachzahlen müsst oder Einfuhrabgaben. Weswegen ich aber auch sagen könnte, kann man eigentlich auch im A-Tier-Rang sehen, aber irgendwo müssen wir eine Grenze setzen. Von daher definitiv überdurchschnittlich gut. Das nächste Set, das erste Set für den A-Tier-Rang, ist meiner Meinung nach Schaurige Herrschaft, Leute. Ich finde, Schaurige Herrschaft macht viel richtig. Wir haben hier noch mehr Alternative Artwork Karten. Wir haben jetzt hier die Sets aus Silverlands, Chat Black, Poltergeist und Matchless Fighter. Bedeutet aus diesen drei JP-Sets. Ich finde das Set wirklich sehr, 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 sehr stark. Preislich ist es auch wirklich voll in Ordnung. Dazu kommen wir aber auch gleich. Die einzige Schwäche, die ich hier in dem Set finde, ist, dass wir einfach zu viele Karten haben, Leute. Wir haben sehr, sehr, sehr viele geile Secret Rare Karten, Full Art Karten, Alternative Artworks haben wir auch einiges hier mit am Start. Aber die Chance ist halt sehr, sehr niedrig, dass ihr genau das pullt, was ihr haben wollt. Wir haben tolle Goldkarten, Gold Shiny ist jetzt nicht jedem sein Geschmack, aber ich finde das Set auch hier, die Mainset-Karten sind sehr, sehr, sehr stark, aber das Problem halt, die eine Karte zu pullen, die man haben möchte, das finde ich, sollte man nicht unterschätzen, Leute, wenn ihr jetzt ein Display für 150 Euro kauft zum Beispiel und pullt halt irgendeine Full-Art-Karte, die euch jetzt nicht so gefällt, ärgert ihr euch und wenn ihr jetzt genau die Karte kaufen wollt, die ihr haben wollt, kann es durchaus sein, dass die Karte sehr, sehr teuer ist, daher würde ich euch vielleicht eher raten, die JP-Sets zu öffnen, ihr seht, ihr könnt die hier relativ gut filtern. Wenn ihr zum Beispiel unbedingt diese Celebi polen wollt, dann müsst ihr nur Jet Black Spirit öffnen und könnt euch die anderen zwei Sets sparen. Preislich gesehen finde ich,
das Set voll im Rahmen, 150 Euro Vorbesteller. Das wird, wenn es rauskommt, sowieso nochmal teurer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das bei 160, 70 einpendeln würde. Das wird aber sowieso länger auf dem Markt bleiben, weil das sowieso sehr stark gepusht wird durch die neuen Kampfmechanismen. Genauso wie eigentlich Kampfstile. Das nächste Set, was auch im A-Tier-Rang sein wird. Ich hatte echt überlegt, beide ins S-Tier-Rang reinzupacken. Aber ich habe einen deftigen Grund, warum ich glänzendes Schicksal jetzt auch im A-Tier-Rang sehe. A-Tier-Rang heißt ja trotzdem, dass es sehr, sehr, sehr stark ist, aber nicht im S-Tier-Rang mitspielt. Wir schauen uns erstmal das Set an. Wir haben hier wirklich sehr viele tolle Karten. Nur 72 Karten bedeutet, ihr bekommt das Main-Set relativ schnell voll. Wir haben die neuen Amazing Rare-Karten, halbwegs interessante V- und V-Max-Karten. Die gibt es halt auch bei der JP-Box relativ oder gab es relativ günstig. Die finde ich jetzt nicht so interessant. Das X-Bad gefällt mir, das Ditto gefällt mir. Die Full-Art-Karten wie der Ball-Guy finde ich sehr, sehr, sehr stark. Aber gefühlt polen die nicht so viele Leute. Wir haben leider nicht die Mani-Karte hier drin, wie bei Shiny Star V, weswegen ich auch Shiny Star V generell besser finde. Aber wir haben sehr, sehr viele Baby-Shiny-Karten. Hier meiner Meinung nach Suicune, die beste Baby-Shiny-Karte, die ihr pullen könnt. Und wir haben nur eine Handvoll an V- und V-Max-Shiny-Pokémon plus zwei Gold-Karten. Ist in Ordnung, aber es ist sehr, sehr viel schwerer, theoretisch, die Suicune-Karte zu pullen, als das Glurak, Leute. Glurak ist in genau der gleichen Rotation wie die anderen V- und V-Max-Karten. Aber es gibt nicht so viele V- und V-Max-Shiny-Pokémon und die meisten sind leider nicht so wertvoll. Ihr bekommt eigentlich preiswert schon hinterhergeworfen und das nimmt schon ein bisschen den Reiz, was aber auch gut ist, weil ihr bekommt dann das Set relativ schnell voll. Aber hier seht ihr auch die Preise. Klicken wir mal die Kollektion an, ab 50 Euro fängt die an. Da zahlt ihr wahrscheinlich noch hohen Versand drauf. Von daher, Preis-Leistung ist eigentlich im Rahmen und ihr freut euch über jedes Booster. Warum ist es aber kein S-Tier-Rang, wie zum Beispiel ein Hidden Fate? Qualität, Leute, die Qualität der Karten sind einfach sehr, sehr, sehr schlecht. Ich habe mal dazu ein Video gemacht. Wäre die Qualität so, wie wir sie kennen, wäre glänzendes Schicksal definitiv im S-Tier-Rang. Das letzte Set im S-Tier-Rang, ihr könnt es euch ja schon denken, Farbenschock. Ich finde das Set wirklich sehr, sehr, sehr stark und ich habe deftige Gründe, warum, Leute. Und da werdet ihr mir vielleicht zustimmen, warum Farbenschock meiner Meinung nach aktuell das einzige Set ist, was in S-Tier hier reingehört. Wir haben hier sehr viele starke Karten. Ich habe euch schon sehr viel über Farmshock erzählt. Die Amazing Rare Karten. Wir haben tolle V-Max Karten. Wir haben Glurak im Mainset, was wir pullen können. Quasi Glurak for free. Was jeder theoretisch sehr preiswert bekommt mit einem tollen Artwork. Ich werde jetzt nicht so viel zu dem Set sagen, weil ich habe schon sehr viele Videos gemacht. Wir haben tolle Pikachu Karten. Gehen wir mal weiter runter. Neben den ganzen Amazing Rare Karten haben wir auch, wie ich finde, sehr, sehr, sehr schöne Full Art Karten. Rainbow-Karten, die sind in Ordnung und wir haben Gold-Karten. Ich finde noch immer dieses Shiny ganz cool, gefällt jetzt aber nicht jedem. Aber warum ist es trotzdem so ein krasses Set? Warum ist es meiner Meinung nach im S-Tier-Rang? Erstens preistechnisch. Ich finde es noch immer ein bisschen teuer, 160 Euro. Aber Leute, bedenkt Farbenschock, da kommt jetzt der Vorteil gegenüber glänzendes Schicksal. Farbenschock ist kein Spezialset. Das wird ohne Probleme noch nächstes Jahr ganz normal verfügbar sein. Es hängt jetzt einfach nur ein bisschen, weil viele Sachen in den Containern am Hafen sind, aber das wird auch den Hype überstehen. Und dann werden sich auch die Preise wieder anpassen. Dann könnt ihr Farbenschock 36er Displays für 129 Euro schießen. Das wird definitiv kommen. Wir haben ja sehr viele Karten, die einiges an Wert haben. Pikachu-Karten, Pikachu V-Max. Ich glaube nicht, dass die ETB nochmal kommen. Wird als Reprint. Ich kann mir aber vorstellen, dass aus den Frachthafen noch viel kommt. Generell ist halt Farbenschock ein wirklich sehr, sehr, sehr starkes Set und dadurch, dass es so lange noch verfügbar sein wird und die Preise jetzt eigentlich sich nicht viel nehmen von den anderen Sets, finde ich das hier Preis-Leistung eigentlich voll im Rahmen und man freut sich theoretisch auch wie hier bei glänzendes Schicksal über jedes Pack, weil man so viel Gutes pullen kann. Wir können hier die Amazing Rare Karten pullen. Wir können hier sehr, sehr, sehr coole Pikachu Karten pullen. Wir können hier auch unglaublich starke Full-Art-Karten pullen, Leute. Das Einzige, was noch fehlt, eben wollte ich schon sagen, Alternative-Artwork-Karten. Aber ich finde, Farbenschock ist meiner Meinung nach auf Platz 1. Aber dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch mit dem Video. Könnt ihr gerne kommentieren, wie ihr die Sachen ranken würdet. Ich bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.